Bereits zum dritten Mal ist die Hobbitennis-Tour hier in Tirol zu Gast. Wir befinden uns hier in Going am Wilden Kaiser, wo im Rahmen des Bet at Home Cups ein Hobbiturnier stattfinden wird. Leider ist das Wetter heute noch nicht so gut, aber wir hoffen, dass spätestens ab morgen dann hier gespielt werden kann. Bei mir begrüße ich jetzt Robert Hager, den Obmann des TC Going. Hallo Matthias. Warum habt ihr euch eigentlich bereit erklärt, dass ihr bereits zum dritten Mal hier die Hobbitennis-Tour veranstaltet? Die Geschichte war eigentlich ganz einfach. Der Klaus Lippert ist plötzlich bei uns am Tennisclub aufgetaucht und hat uns von seiner Vision und von seinen Vorstellungen erzählt. Wir waren alle sofort begeistert und haben gesagt, so, jetzt probieren wir es. Das war das erste Mal schon gleich ein toller Erfolg. Das zweite Jahr war in meinen Augen noch besser. Und wenn es nach unseren Wünschen geht, sollte das eine bleibende Einrichtung werden. Es ist ja hier für uns, die wir aus dem Flachland kommen, ein bisschen ungewohnt, das schöne Panorama hier im Hintergrund mit den Bergen und auch der lange Aufstieg, den man jetzt nicht sehen kann, aber ich werde das kurz erklären. Also die Parkplätze sind etwas weiter unten, man muss hier doch, ich würde sagen, 50 bis 100 Meter bergauf gehen. Für euch Tiroler ist das wahrscheinlich selbstverständlich, für uns ist es ein bisschen ungewohnt, aber du hast vorher erklärt, dass der Aufstieg durchaus auch Vorteile haben kann. Welche Vorteile hat denn dieser Aufstieg? Genau, erstens einmal für viele unserer Spieler, die was konditionell nicht so gut beieinander sind, ist es ein schönes Aufwärmtraining. Zweitens, es kommt jeder ein bisschen runter, es ist nicht so, dass man mit dem Auto herfährt und Tür auf und zum Tennisplatz hin stürmt. Und drittens hat es wirklich etwas Schönes. Es ist wirklich autofreie Zone. Es ist, du siehst es, wir sind in der Natur pur. Hinter uns der ja, leider versteckte Kaiser. Es macht ein eigenes Ambiente und ich glaube, es gibt nicht viele Tennisplätze, die was in A autofrei und B natürlich in so einer tollen Lage sind. Wie kann man sich das Vereinsleben bei euch vorstellen? Unsere Mitglieder, also wir haben ungefähr 54 Mitglieder, erwachsene Mitglieder und an die 60 Kinder. Das Vereinsleben ist, wie es in einer kleinen Gemeinde wie Going ist, ist ich möchte schon fast sagen familiär. Mhm. Jeder hilft mit. Es werden Dinge probiert, es gibt Visionen, die tragen wir gemeinsam, das probieren wir gemeinsam, aber vor allen Dingen ist das Wichtigste für uns ist, dass jeder mithilft. Und wie schaut es generell aus? Wie ist das Hobbitennis in Tirol? Wie kann man sich das vorstellen? Also sehr viele Turniere und so weiter, die werden vom Tiroler Tennisverband ausgeschrieben beziehungsweise von den einzelnen Vereinen organisiert. Ich glaube, in Tirol ist Tennis hat einen großen Stellenwert der Breitensport. Mhm. Auch wir versuchen ja immer unseren Kindern und unseren Mitgliedern mit unseren Trainern Tennis auf einen hohen Niveau beizubringen. Aber ich kann jetzt nur von unserem Verein aus sprechen. Wir haben einmal die Möglichkeit gehabt, Kinder in den Leistungssport zu integrieren. Sind mir leider sind uns da die finanziellen Möglichkeiten und das ganze Know-how ausgegangen. Also haben wir gesagt, wir beschränken uns jetzt auf den Breitensport, wo natürlich das Hobbytennis sehr, sehr wichtig ist und das eigentlich schon der Grundstock eines, glaube ich, eines jedes Tennisvereins ist. Wäre so eine Turnierserie, wie es die Hobbytennis-Tour ist, in Tirol oder speziell in dieser Gegend vorstellbar? Weil der Klaus das erste Mal da war, ne? dann habe ich mir Babala Hobby-Tennis-Turnier eigentlich nicht so richtig damit umgehen können. Mhm. Aber weil ich dann gesehen habe, wie das organisiert ist und wie das abläuft, habe ich gedacht, wow, das ist wirklich professionell. Nicht? Das zweite Mal waren dann schon, ich weiß es nicht genau, da waren schon 7, 8 Tiroler dabei. Also ich glaube, es geht Step by Step. Und heuer, glaube ich, sind auch ähnlich viel dabei. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass dieses Hobbytennis-Turnier auch in Tirol Fuß fassen kann. Robert, momentan regnet es ziemlich heftig. Wie schätzt du als Einheimischer ein, dass es mit dem Wetter weitergeht? Ja, also ich vertraue jetzt da mehr auf den Wetterbericht, aber auch mein Gefühl sagt mir, dass es morgen, ich glaube, wir könnten morgen um 11 Uhr beginnen.
Wetterbericht sagt es so voraus. Wir haben auch diese gleichen Infos wie in Kitzbühel die ETP. Morgen 11 Uhr müsste es klappen. Die Plätze sind bis dahin präpariert. Das ist alles, wird alles in Ordnung sein. Ich glaube fest daran, morgen 11 Uhr. Weil du jetzt die Plätze angesprochen hast, man hört immer von allen Seiten sehr viel Lob für eure Plätze. Auch der Andreas Heidermaurer, der gestern hier trainiert hat, hat eure Plätze sehr gelobt. Was ist denn euer Geheimnis? Warum sind eure Plätze so gut? Ja, wie immer haben diese Dinge einen Namen. Nicht? Wir haben da so eine Perle, sage ich jetzt einmal. Er hat den Namen Gerald Erber. Das ist unser Platzwart und er kümmert sich wirklich hervorragend um die Plätze. Wir kommen oft natürlich auch in einer Stresssituation, ist jetzt übertrieben, aber er ist schon ziemlich genau und für uns schon ab und zu pedantisch, aber der Erfolg lässt sich eben am Platz sehen und spüren, auch für die Spieler. Ist es für euren Verein wichtig, dass ihr bei dem Bet at Home Cup da dabei seid und dass die Spieler auch zu euch trainieren kommen? Ja, ja, es ist sehr wichtig. Es ist für uns, ich würde sagen, sogar eine Ehre, dass die ETP-Spieler bei uns trainieren. Und besonders schön ist es, weil wir bekommen dann von Kitzbühel immer die Infos, der oder der kommt jetzt zum Training. Und dann gibt es natürlich ein SMS an unsere ganzen Kids und die sind dann natürlich da und schauen zu und bekommen Autogramme und können diese ETP-Spieler mal wirklich hautnah sehen. Gut, dann bedanke ich mich beim Robert für dieses Interview und wir freuen uns jetzt auf die dritte Ausgabe der Hobby Tennis Tour in Tirol und hoffen auf ein schönes Turnier. Und ich darf mich noch bei allen Mitwirkern, die was den Babala Cup möglich machen, bedanken und ich freue mich wirklich auf diesen Donnerstag, auf ein schönes Wetter, auf ein tolles Panorama und auf wunderschöne Spiele. Vielen Dank auch für den Besuch. Danke. Danke dir.